Go, 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 go. Ich krieg wieder rote drauf und später dann eben. Los, los, los! Gelb, glaube ich, ja. Verstappen jetzt erster. Kann auch tatsächlich sein, dass die Weißen einfach gerade so scheiße sind. Das könnte auch gut sein, dass deswegen mir einfach nicht gut läuft. Die sind. Ich glaube, die weißen Reifen sind schuld. Er muss halt wechseln. Ja, kann ich jetzt nicht, dann muss ich ja noch. Das ist schon ätzend. Dann muss ich jetzt zweimal an die Box. Warum hast du denn Weiße drauf gemacht? Weil mir das einmal die Box vorgeschlagen hat und als ich dann eine alternative Strategie vorgeschlagen bekommen habe, wäre es auch weiß gewesen. Die alternative Strategie wäre halt nur, dass ich halt weiß-gelb fahre, aber ich will eigentlich weiß-rot fahren. Ja, ist auch besser, denke ich. Wenn ich nochmal an die Box zwar am Ende auch. Entschuldigung, da muss ich gerade aufstoßen. Ich krieg zwar am Ende auch gelb, aber ich denke, rot ist für die Strecke einfach gut. Verstappen ist erster und ist vor mir. Obwohl ich an der Box war, bin ich jetzt noch zweiter. Und ich bin gleich auf der langen Geraden mit Verstappen zusammen. Hört sich doch gut an. Ich bin richtig nah hinter ihm. Ich habe gerade wieder ein bisschen Angst, wenn er jetzt irgendwas macht, dass ich den einfach wegkick. So, komm, 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 komm. Warum kriege ich kein DRS? Ah doch, jetzt DRS-Zone. Zack. Push it, push it, push it. Komm, 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 komm. Ja, ich zieh vorbei. Also bei Mike ist gerade definitiv in der Folge mehr Action als bei mir. Ja, musst du bei mir vorbeischauen, Leute. Yep. Na, alles gut. Könnt gucken, wo ihr wollt. Aber ja, Verstappen fährt sogar in die Box. Ich habe ihn gerade überholt und jetzt fährt er auch noch raus. Heißt, ich könnte echt gut Abstand. Ja, aber ich könnte jetzt echt gut Abstand haben. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob er rausfährt. War zwar fast klar, aber oh nein. Was tue ich denn? Da war ich gerade ein bisschen auf dem Gras. Das war nicht so lecker. Aber bisher sieht es gar nicht so scheiße aus. Du musstest halt jetzt echt rankommen an die anderen. Kann nicht sein, dass du da nicht rankommst. War zu schlecht. Also wenigstens 10er. Ist wenigstens. Nee. Komm, ich. Doch, ich will dich motivieren, das schaffst du. Komm. Für die Fans. Vielleicht ist es mit anderen Reifen nochmal alles an, für die Fans. Anders. Ich schläge mich an. Heilige Scheiße. Oh Gott, fast gedreht. Zum Glück das Gas noch losgelassen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 7,3 Sekunden. Okay, 7 Sekunden habe ich zu Hamilton. Er ist Platz 2. Alter, wieso ist denn der jetzt plötzlich weiter weg? Ich habe ja gerade bessere Zeiten. So, die Reifen jetzt auch langsam eingefahren. Jetzt könnte ich mal eine neue Bestzeit holen. War ganz geil. Oh, der vollste Konzentration ja, hier. Bei mir auch. Ey, diese Reifen, die tragen mich einfach raus. Ich kann da nicht so lang fahren, wie ich lang fahren will. Ja, das ist kacke. Das ist echt richtig kacke. Ey, ich schaff's auch nicht, diese Ideallinie zu fahren oder so. Also, wenn da grün steht zum Gas geben, ich kann da noch kein Gas geben. Das geht einfach nicht. Mehr so ein Rollen. Ah, 17 Sekunden. Ah, jetzt Abstand halbiert. Das hört sich doch gut an. Also wenigstens nicht letzter, sagen wir so. Platz 10 wäre schon echt geil, dass du wenigstens einen Punkt holst. Aber wenigstens nicht letzter. Und ich hole dich gerade ein bisschen ein, sehe ich gerade. Yep. Bin jetzt gleich auf der Geraden, du bist am Ende der Geraden. Ja, ich fahre jetzt gerade auf die Gerade drauf. Ja, ich fahre gerade weg. Komm immer näher. Komm mal her.
Was fährst du für Zeiten? Warte, kann ich dir gleich sagen, wenn ich jetzt durch bin, ob ich eine neue beste Runde habe? Wahrscheinlich schon. Dann wirst du es direkt angezeigt bekommen. Das Premium, ne? Ah, geil. Komm, neue beste Runde, dann kriegt Janis gleich angezeigt. Jawohl. Alter. Ich will ja nichts sagen, aber du fährst 15 Sekunden schneller als was? Ich. Als ob. Ja. Ich dachte, du fährst so 1,40, 42. Achso, warte, nee, 1,39 ja. Bist du gerade, ne? Ah, okay, du ja, fährst. Ja, das geht ja dann noch halbwegs. Also ich dachte, du fährst halt 1,42, 44, sowas, dachte ich. Ne, 1,46 fahre ich jetzt gerade. Also 1,46,6 ist meine beste Runde. Ich fahre normalerweise gerade so 1,50 oder so. Ich dachte, 1,42 also so war deine Sekunden. Beste. Ne, 1,46 ist meine beste. Ich gewinne dadurch. Also wirklich, ich klebe hier aber echt Abstand. Ecke. Zu Hamilton. Und wenn ich jetzt dich überhole, dann ist es ja nicht so schlimm, wie wenn ich irgendeinen anderen überrunden muss. Weil du bist ja mein Komplize hier, du kannst mehr Platz machen. Mit den anderen, ja. Da muss ich dann wieder Zeit verschwenden. Oh, zum ersten Mal diese eine Kurve, die letzte, den Kurvenausgang ganz okay genommen. Leute, ja. Besser. Die nächste Strecke trainiere ich auf jeden Fall, Leute. Genau. Damit, zwischen der nächsten Aufnahme und jetzt ist auch noch ein bisschen Zeit. Kannst du da noch ein, zwei Runden fahren? Ganz genau, da ist tatsächlich wirklich für uns relativ viel Kannst Zeit. Du noch mal ein bisschen fahren ab und zu? Eigentlich. Zumindest davor. Werde ich auf jeden Fall die Zeit nutzen zum Trainieren. Also ich glaube, nach der Schnecke überhole ich dich. Weil die Schnecke fahre ich immer ganz gut. Neue beste Runde? Natürlich. 1,38, wow. Oh nein, da ist auch ein anderer. Ja, ich drauf geachtet. Echt? Ja, den könntest du einholen. Der ist direkt hier aus der Ringrad rausgefahren. Also die Schnecke nehme ich mir ganz gut. Hi. Hi. Danke. Nein! Oh Gott, jetzt habe ich mich beim Rausfahren wieder gedreht. Das kann doch nicht sein, ey. Ich sag dir gleich, wer hier ist, dann. Ich bin bei der Schnecke. Ich bin da richtig gut. Das ist eigentlich die Kurve, bei der ich am meisten Zeit raushole. Müsste Wehrlein sein, da habe ich 20 Sekunden Abstand. Ich glaube, das so viel ist. Ja, okay, ja. Kann schon sein. Hamilton kommt übrigens gleich von hinten. Ja, er wird irgendwann an mir vorbeifahren, wenn ich außerhalb der Strecke bin. Ja, dann kannst du ja ein bisschen aufhalten, ne? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. In ein, zwei Kurven so ein bisschen ausbremsen. Der ist schon vorbei. Scheiße. Bottas bremst aus. Ich war gerade neben der Straße. Nee, der ist auch vorbei. Als ob beide Mercedes. Fuck. Ich war gerade neben der Strecke, ich habe mich gedreht. Sorry. Ja, schon, aber beide Mercedes sind jetzt Platz 2 und 3. Das wird richtig crazy. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Trainingsstream machen. Ja. Das kriegen wir aber hin. Jetzt geht's dir genauso wie mir. Alter, ich war eigentlich ziemlich vorbei. Oft immer weiter hinten. Jetzt geht's dir so ein bisschen wie mir damals. Okay, ich sehe jetzt zwei in der Schnecke. Diese weißen Reifen sind. Also, die weißen Reifen kann ich dir echt nicht empfehlen. Zumindest nicht auf dieser Strecke. Die sind richtig. Ich habe ja am Ende die gelben, auch wenn ich die nicht so unbedingt feiere. Überleg auch, ob ich. Wann gehst du an die Box? Wann sagt dir deine Box? Wann sollst du auf gelb wechseln? Wo steht denn das? Auf dem letzten Reiter da, wenn du da so kreist. Okay, warte, guck ich gleich mal, wenn ich kurz Zeit habe. Ich glaube 17 oder so. Steht da. 18 bis 19, gut, dann geh. Kann ich 18 gehen und du gehst ja, 19? Kann man. Weil ich bin ja eh eine Runde nur weiter auch wie gelbe du jetzt. Reifen. Wie rechnen wir das dann? Wenn du 18 bist, bin ich ja 20. Ja, dann, ach, wir sind so weit auseinander. Fahr du einfach als erstes und ich fahr dann nach dir. Du bist ja sowieso vorne. Okay, Wehrlein, ich überhole Wehrlein. Auf der Geraden. Boah, Junge, wie ich vorbeiziehe. Alter, was? Auf der Geraden, wie ich den grad überholt habe. Das war ja richtig krank.
Ja, ich sag dir einfach, ja, ich sag dir einfach eine Runde bevor, sag ich dir einfach, wenn ich gehe. Und dann kriegen wir das schon hin. Oder halt du auch. Wenn du jetzt sagst, nächste Runde, dann weiß ich Bescheid. Mir wurde auch eine neue Strategie vorgeschlagen, aber auch mit den gelben. Ich würde jetzt eigentlich auch schon wechseln, weil also vorne, meine Reifen vorne sind halt komplett rag quasi. Also ich habe jetzt überall 15, 14, 22, 19. So. Ich habe vorne 42 und 41 und hinten 26. Ja, hinten links ist so krass. Ne, bei mir nicht. Also bei mir ist hinten links und rechts gleich. Bei mir ist hinten links krass. Und vorne auch gleich, nur dass vorne halt das Doppelte ist. Also ich kann eigentlich Benzin auch mal höher stellen, weil wir haben ja hier... Ich bin bei Benzin minus eine Runde, aber ich wurde überholt, dementsprechend ist ja, ich habe plus zwei. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Benzin verbrauche. Ich habe jetzt wieder auf Fett gestellt. Ja. Kann ich nochmal ein paar geile Runden fahren. Wobei, ich stelle erstmal wieder zurück auf Standard. Ich will erst mit den neuen Reifen auf Fett fahren. Dann kann ich richtig reinballern. Ich glaube, im Vergleich zu den Bots fahre ich in der Steckenkurve auch relativ gut. Aber es fühlt sich halt für mich nicht gut an. Für mich fühlt sich. Meine vorderen Reifen sind so kacke. Ich fahre da echt voll gut hin. Und ich sehe auch schon Platz 18 da vorne, aber ich kick den nicht mehr auf der Geraden. Fuck. Also ich merke schon so, manche Streckenabteile werden halt besser, aber ich merke halt auch, meine Reifen sind halt einfach komplett kacke und ja, dann ich habe halt gar nicht die Chance. Du kannst ja jetzt quasi fahren. Welche Runde ist denn bei dir? 15. Ja, ja, kannst du fahren. 15, mir wurde vorgeschlagen, ja, dass ich 15 gehe. Mir wurde vorhin eine alternative Dinge vorgeschlagen. 15 mit gelben Reifen. Und dann dachte ich, ja komm. Boah, aber ob ich das durchhalte, ich bin jetzt seit Runde 14, seit Runde 2 eigentlich quasi, also oder Runde 1. Nach der ersten Runde bin ich halt schon auf weiß und die haben halt, ja, halt dadurch, dass ich halt so häufig am Kies war. Ja, stimmt. Ja, hoffentlich, wenn du nicht am Kies bist, dann wird das ganz gut. Wenn ich jetzt nicht rausrutsche, dann halten sie. Aber wenn ich halt rausrutsche, dann halten sie nicht. Ja, probier's einfach. Mit denen fährst du dann besser. Hamilton hat schon auf gelb gewechselt, der ist jetzt Dritter. Hamilton hat auf gelb gewechselt. Okay. Ich habe Eriksen gerade überholt, der hat mich in der Schnecke richtig ausgebremst. Aber ich habe ihn dann überholt gehabt. Also Platz 18. Nein. Oh. Meine Hasskurve wird jetzt auch immer besser. Okay, du bist in der Box, das ist gut. Dann fahre ich noch eine Runde mit diesen Reifen. Und dann... Endlich weiß weg, Leute. Oder jetzt bist du schon? Haben wir gerade nochmal... Bist du draußen? In der Box. Noch nicht? Nee, noch nicht. Aber ich fahr rein. Bist du draußen? Bis du draußen. Boxenstopp. Ich fahr jetzt gerade raus. Ich musste warten, weil einer. Hey, Boxenstopp. Okay, sie können mich nicht. Es ist voll gut, dass ich das hier sagen kann. Sie haben gesagt, sie können mich diese Runde noch nicht reinholen. Okay, dann kommen wir nächste. Aber ich fahr mit den Reifen. So, ich hab Platz 14 jetzt direkt vor mir. Boxenstopp. Nein, zurück überrunden. Okay, ich fahr nach dieser Runde an die Box. Was kann ich? Nein, zurück überrunden. Ich hab jetzt Fights. So Fights. Das ist richtig gut. Ich bin noch fast wieder hinter dir. Aber angeblich muss ich auf Mager umschalten, aber ich spekuliere einfach mal, dass du mich nochmal überrundest. Ja, ich bin gleich bei dir. Aber ich muss halt in die Box noch fahren. Oh shit, gelbe Reifen sind ja so sick, Leute. Es sind einfach die weißen Reifen gewesen, die. Ja, ja, du kannst ja noch aufrunden, das sind 10 Runden. Minimum. Ja, nein, aufrunden kann ich nicht, aber ich kann zurück überrunden. Ja, du kannst schon, also. Also, ich hab. Platz 14 hat mich schon überrundet. Krass. Ich überrunde gerade Platz 14 gleich. Nee, keine Ahnung, wer das da vor mir ist, aber. Ich fahr jetzt auf jeden Fall in die Box. Also hier ist gerade mein erstes richtiges Duell nach meinem großen Crash Magnussen. Oh, ich hab dir Bottas. Bottas hat jetzt auch gelbe Reifen, also Platz 2 und 3 haben gelbe Reifen. Ich hol mir jetzt auch gelbe. Ah, ich krieg kein DRS, ich hab fast nie DRS.
Aber ich bin vorne. Jawohl. Rücküberrundet. I see you. Ich bin direkt hinter Platz 17. Boah, das ist alles nicht optimal. Wir spielen ja übrigens auch beide mit einem Stuhl. Aber ich finde, dass ich gar nicht so echt. Bei mir geht's. Also ich rolle natürlich ein bisschen, aber es geht tatsächlich. Bei mir ist halt vor allem so, dass ich denke, dass bei mir das den Pedalen Problem eher ist, dass die Pedalen ein bisschen wegrutschen. Also nicht krass, definitiv. Aber halt ein bisschen. Ah, ich habe gerade aus Versehen gebremst. Okay, gelbe Reifen, zack, 2,6 Sekunden und weiter geht's, weiter. Mit den gelben Reifen muss ich jetzt durchhalten. Ich bin jetzt in Runde 19. Blaue Flagge geht auch weg, blaue Flagge. Ich weiß auch, wie du damals auf Australien, glaube ich, richtig viele Strafen bekommen hast durch blaue Flagge. Ja, ich habe ja gesagt, also das war damals, die Zeiten waren so ein bisschen andersrum. Stimmt, ja doch, irgendwo, ich weiß nicht, ob das auf Australien war, aber irgendwo habe ich echt richtig viele Strafen immer bekommen, weil ich nicht überrunden lassen habe. Der muss mich ja eigentlich überholen lassen, dieser Typ hier. Ja, dann habe ich ihn überholt. So, die gelben Reifen muss ich jetzt ein bisschen einfahren. Und dann einfach bis zum Ende hindurchfahren. Ich habe meine gelben Reifen eingefahren und sie sind geil. Und direkt viel, viel besser. Junge. Das ist so unglaublich. Diese weißen Reifen waren so unglaublich. Ich stelle dann gleich mal auf Fett. Wenn ich noch ein bisschen fahre. Wo bist du? Und hier. Vor dir war wo, wie viel zu dem vor dir? Wie viel Abstand? Das weiß ich nicht, aber ich habe Platz 13 direkt vor mir, den ich zurück überrunden kann. Alter, 2 Sekunden gerade vor. Fahr da hinter mir. Zeit. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 25. Jawohl, Überholmanöver in der Schneckenkurve. So schaut's aus. Das Rennen wäre halt auch nochmal ganz anders gelaufen, wäre ich halt da nicht gedreht worden, weil da war ich eigentlich ganz gut dabei. Und dann wäre ich halt noch mit besseren Reifen, hätte ich die Strecke trainieren können, quasi, im Rennen. Das hätte nochmal ganz anders aussehen können. So habe ich dann halt auf Weiß gewechselt direkt. So, ich habe jetzt auf Fett gestellt. Und zwar halt dann direkt Kacke. Und so komme ich halt, ich kann halt die ganzen Leute hier gerade überholen. Ja, mit den gelben, es lag halt echt an dem weißen Reifen. So lächerlich. Ist halt echt richtig kacke. Eriksen jetzt schon wieder vor mir, den habe ich doch gerade hier nach der Schnecke überholt. Jetzt schon wieder. So, 12. auch zurück überholt. Eriksen hier schon wieder nach der Schnecke überholt. Und zum zweiten Mal jetzt. Weil ich gerade hier in der Box war. Ich habe ungefähr 25 Abstand zu zweiten, zu Hamilton. So, jetzt komme ich auch mal an die 1,40 Tiefzeiten ran. Oh, hier steht einer. Hier steht einer. Hülkenberg. Hülkenberg ist schon wieder raus, wie in der letzten. Wie geil. Oh, da bist du. Was ist bei dir? Ich dreh mich. Fuck. Schon wieder. Ist doch nicht. Ah, das hat ja schon. Pass auf, ich komm. Okay, dann kann ich links fahren. Perfekt. Oh, gäb's jetzt hier eine Hupe. Boah, ich überhole gleich den Hülkenberg durch. Das dauert doch vielleicht noch ein paar Runden oder so. Der ist da draußen gewesen. Muss ich zwar erst dann auch zurück überrunden, den lieben Hülkenberg, aber. So, jetzt fahre ich direkt hinter Mike. Junge, jetzt geht's ab. Okay, du bist aber. Mann, ich hätte gerade eine neue schnellste Runde für mich selber persönlich aufgestellt. Irgendwie 1,42 oder so wäre es gewesen. Ich habe eine schnellste Runde insgesamt. Bekommst du es auch angezeigt? Weil manchmal bekommt man das ja nicht angezeigt. Richtig komisch. Das war mal ein Bug dann wahrscheinlich. Siehst du die Schnecke? Ich nehme die richtig gut immer, finde ich. Ja, besser als ich auf jeden Fall. Aber ich mach's auch besser als die Bots. Da habe ich gerade welche überholt in der Kurve. Komm, du musst dich ranhalten hier. Wenn du so fährst wie ich, dann hast du die schnellste Runde. Ja. War nicht so wie du. Gleich nach ein bisschen Training. Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen, aber es ging. Ein bisschen Angst gehabt.
Wenn ich deine Zeiten fahren würde, könnte ich vielleicht sogar... jetzt bin ich 19. Alter. Nicht letzter. Aber ich, die Kurven habe ich gerade nicht gut genommen, jetzt die 2-3 hier. Aber es, solange ich nicht rausfliege, ist alles okay. Da vorne sehe ich auch schon wieder einen. Würde ich gespannt, was die Leute in die Kommentare schreiben. Haben wahrscheinlich geschrieben. Minus 1,45 Runden. Ich habe einen Ultra-Spritverbrauch. Ich habe auch einfach Fett und habe immer noch plus 2. War die ganze Zeit das ganze Rennen auf Standard. Hier ist Platz 16 vor mir. Wie vielter Platz bist du jetzt? 19. Hä? Wieso ist hier Platz 16? Wo sind hier die anderen? Die alle an der Box. Oh Gott, nein, ich bin am Gas. Ich wollte ihn hier überholen in der Schnecke, jetzt bin ich am Gas gewesen. Das war richtig geil. Na, die anderen können ja noch hinter mir sein, weil die haben mich ja auch schon alle überholt. Haben die dich auch? Alles klar. Ja, okay, dann ist es. Ja, die haben mich auch überrundet. Dann ist wirklich. Also bei Wehrlein, Platz 18, bin ich mir nicht sicher. Doch, okay, der hat mich auch überrundet. Dann ist es leider. Komm. Ja, aber wie gesagt, das war ja. Oh, wieder diese hässliche Kurve, ich hasse die. Das war ja wie bei mir damals. Und ich meine, du bist ja ein guter Fahrer gewesen beim Controller. Heißt, wenn du dich da ein bisschen reinfindest, jetzt habe ich vollstes Vertrauen in dich. Ja, ich auch. Und wenn ich jetzt hier Erste werde, dann bekommen wir ja schon mal ein paar Punkte, ne? Definitiv, das. Zwar Hamilton und Bottas auf Platz 2 und 3. Ich bin mir gar nicht sicher, was als nächste Strecke kommt. Ich glaube, Russland könnte, zumindest demnächst, Russland ist eine ziemlich am Anfang, aber ich glaube, Russland könnte die dritte Strecke sein. Das ist eigentlich auch eine ganz geile Strecke, aber hat auch mit nahen Banden. Ja, da bin ich als Controllerfahrer fast nie rausgeflogen. Ging immer ganz gut. Mal gucken, wie das mit Lenkrad funktioniert. Ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Strecken trainieren. Ich habe einen Unfall gehabt mit dem, der mich nicht überholen lassen hat. Bisschen am Frontflügel, aber ist nicht so schlimm, hat er gesagt. Sehr frech. Ja, ich war da in der Kurve viel schneller und konnte auch gar nicht mehr richtig bremsen. Bin ich einfach drauf gefahren. War jetzt nicht so krass, wie gesagt, Frontflügel fast gar nicht beschädigt, aber... Boah, ich würde Hamilton eigentlich gerne mal aufholen. Das wäre richtig geil. Dafür bin ich noch ein bisschen zu langsam. Das werde ich nicht hinkriegen, ne. Wie weit ist der weg? Ich glaube, da stand gerade 32 oder so. Also da müsste ich schon... Müsste ich... Kannst du noch einmal an die Box fahren? Müsste ich noch mal nur aufholen. Ja, zum Glück muss ich das ja hoffentlich nicht mehr an die Box holen. Benzin passt auch noch. Reifen gehen. Alle bei ein bisschen über 10%. Und auf der Geraden. Zum Glück muss ich 2 Runden weniger fahren, weil meine sind schon vorne wieder bei 20%. Ich kann halt keine krassen Runden jetzt mehr fahren. Weil die alle vor mir sind. Muss die ein bisschen aufhalten, dann überrunde ich die wieder. Ja, das könnte ich theoretisch machen. Den einen schon wieder gecrashed. Nein. Das ist unglaublich. Aber ich bleibe bei meiner Strategie, das passt schon. Ich will jetzt nicht nochmal in die Box. Hast aber die Zeit dafür, wenn du musst, ja, kannst du machen. Noch. Kannst du dir nochmal rote Reifen holen? Ja, er hatte mir gerade vorgeschlagen gehabt, aber. Nee. Will ich eigentlich nicht. Ich will jetzt hier sanft langsam fahren und die ganz schön überholen. Nicht zu krass, sondern ganz chilly. Zustand des Autos.
Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Die Abnutzung ist recht stark. Der Grip wird schnell nachlassen. Okay. Oh, da ist es ja alles traurig. Ja, alles gesagt, passt perfekt. Warte, was? Stand da gerade? Minus 1,53, okay, ja, das passt. Ah, wait, ich habe ja Autos vor mir, die ich... Oh, ich hole auf. Ja, ich habe hier schon wieder ein paar über 100 Grad. Mega nice. Wo habe ich die noch? Oh Gott. Benzin reicht bisher auch noch richtig gut. Ich habe mich gedreht, ich hole sie doch nicht auf. Ey, das ist unglaublich, wie viel das kostet, wenn man sich dreht, wie viel die Reifen das kostet. Ich fahre halt unglaublich schlechte Runden, weil ich die ganze Zeit überholen muss. Ich bin gerade 4 Sekunden locker schlechter als meine Bestzeit. Hamilton hat mich jetzt das zweite Mal überholt. Den fahre ich jetzt hinterher und überrunde den mal zurück. War gerade ein bisschen auf dem Gas, hab die anderen dadurch aber aufgehalten. Ah, ich habe auch gerade wieder ein bisschen Wiese mitgenommen. Ich muss mich jetzt konzentrieren, wir dürfen das jetzt nicht verkacken. Ich hab DRS auf Hamilton. Ich überhole den zweiten. Wo ist Hamilton? Platz hier. Okay, ja, das geht. Boah, Alter, als ob ich in der Kurve hier... Ich hab ihn nochmal... Ja, sauber. Ja, das ist ganz gut. Bisschen, kannst du in der nächsten Kurve so richtig bremsen. Boah. Er will mich... Ja, du musst ja eigentlich wegfahren. Das ist ja blaue Flagge. Nee, ich bin ja schon wieder so krass gewesen, dass ich hier weg bin von ihm. Das ist nice. Ich habe nicht mehr ganz so viel Grip auf den Reifen, aber es geht noch. Frontflügel geht auch klar. Und Boxenstop brauche ich keinen mehr. Wie viele Runden bist du gerade? Und ich bin gleich Startziel. Ja gut. Blaue Flagge, was? Ich bin weit genug von Hamilton weg. Jetzt bin ich 26 Sekunden. Meine Runden sind gerade immer 1,42 oder so. Ist nicht mehr so geil. Kann vielleicht an den Reifen liegen, an meinem Frontflügel, aber halt auch daran, dass ich hier mit anderen fahre. Und nicht mehr viel Platz habe. Also schon noch, aber nicht so viel wie am Anfang. Eieiei. Alles der Hammer hier. Alles der Hammer, ja. H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Was war das jetzt? Ui. Hab noch nie gehört. Nee. Was? Ich kenne. Chicandela. Du bist zu jung, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Feuergard, Schneckenkurve, par excellence, Junge. Ui. Wehrlein zurück überwunden. Das ist halt so dein Ziel. Die ganzen Leute zurück überwunden. Oh, du hast Hamilton richtig ausgewählt. Der ist jetzt 43 Sekunden von mir entfernt. Und Bottas ist auch 43. Also die sind voll nah beieinander. Die haben gerade Scheiße gebaut, oder? Du hast sie ausgewählt. Ah, das war wohl noch nicht, glaube ich. Also jetzt, gerade bremse ich sie nicht mehr aus. Hier ist gelbe Flagge. Okay, jetzt. Hier ist einer draußen. Ja. Das war dann... Nee. Nicht ich. Hier ist einer draußen, ja. Hier bei kurz vorm Ziel. Oh Gott. Nee, das ist jetzt doof, dass das passiert ist. Strategie. Meine Strategieabteilung hat da gerade nochmal einen richtigen Clou gezogen. Jetzt nochmal, kurz vor Ende. Yep. Oh, ich sehe hier Alonso, Platz 10. Ja, ich kann nur in die Punkte kommen. Oh mein Gott. Mama, guck. Er ist alle raus, wenn alle rausfliegen. Das war richtig krass. Ich wollte ein bisschen zu viel Gas geben. So.
mein dritter Boxenstopp. Ja, ich sehe es, bist in der Box. Nochmal rote Reifen. Oh, hier ist nochmal gelbe Flagge, da ist wieder einer draußen. Lol, stimmt. Werde ich ja Platz. Oh, also wer. Uiuiui, Leute, haltet ihr das am Anfang oder nach dem ersten Crash gedacht, dass ich da noch irgendwie rankomme? Wird das gedacht? Das kann ja jetzt noch Platz 17 sogar werden. Ja, ihr habt rote Reifen, Leute. Na, okay, die roten Reifen werden es nicht machen, aber. Glaube ich auch nicht. Ich musste ja noch mehr, sogar mehrere Male überholen. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Zeit, weil du mich auch so häufig überholt hast. Es kann theoretisch sein, dass ich die, obwohl die ausgeschieden sind, dass ich die gar nicht überhole. Glaube ich auch nicht. Das wäre relativ peinlich. Wo bist eigentlich. Du? Okay, ja, weil ich habe jetzt die letzte Runde. Ja, jetzt fahre ich die letzte. Echt? Ich fahre jetzt die letzte. Also ich bin jetzt gerade übers Ziel gefahren und fahre jetzt die letzte Runde. Also, du hast nur noch diese Runde. Okay, dann werde ich Platz 19, obwohl die Leute ausgeschieden sind. Du kannst sie doch überholen, oder nicht? Nee, ich muss ja überholen nochmal. Ja, ich bräuchte jetzt zwei Runden noch, aber ich habe nur noch eine Runde. Wobei, ich fahre vor dir übers Ziel, das heißt, ich kann die nächste Runde auch noch fahren. Beeilst. Vielleicht. Ja, wenn du mich jetzt in dieser Runde nicht überholst. Ach so, die letzte Runde darfst du dann noch fertig fahren. Ja, dann passt ja. Darf ich dann noch fertig fahren. Ich muss dich ja nicht überrunden, also ich habe ja genug Zeit. Werd ja so oder so Erster. Und ich schaff's auch eh nicht, das ist ja. Ja, das schaffst du nicht. Mit meinen roten Reifen bin ich ja. Eben. Ich fahr echt grad nicht so krass, aber ich fahr ganz entspannt erstens. Zweitens mache ich's trotzdem noch Abstand zu Hamilton. Und drittens habe ich halt, ja, nicht mehr so krasse Reifen, scheiß Frontflügel. Und hier die ganze Zeit Leute bei mir. Jawohl, Platz 8. Und du kannst hier noch fahren, die letzte, also vielleicht sogar noch einen. Vielleicht Platz 17, ja. Ja, hast Platz du? Platz 17 habe ich geschafft. Ja. Alter. Das ist ja geil. So, Leute. Wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt nochmal hier, die Linkskurve. Wir sind Erster geworden in diesem richtig, richtig geilen Rennen. Ich hoffe, ihr habt das auch aus meiner Sicht gesehen. Würde mich freuen. War ein richtig, richtig cooles Rennen nämlich. Ich bin durch, Erster. Hallo. Ah, bei mir dauert es noch ein bisschen. War nicht gerade in so einer krassen Runde unterwegs. So, ich kann dir ja eigentlich zugucken, oder? Boah, hier passt, ey, mit roten Reifen passt die Idee. So, hier kann so ich dir zugucken. Immerhin. Kannst du auch mal drauf drücken. Zack, jetzt können wir dich hier ein bisschen beobachten. Das ist so eine Schlangenlinie. Ja, ein bisschen crazy hier. Naja, das ist mal Auto. Ui. Da siehst du jetzt aber. Ui. Jetzt ist krass. Ui. Geplant. Das ist alles für die Fans. Alles geplant. Da kommen da. Oh ja, nochmal mit richtig Tempo. 300. Da vorne ist sogar noch einer vor dir. Jo. 312 oder so habe ich, glaube ich, geschafft. Oh, da nimmt er die Kurve nicht übel. Jetzt mal aufs Gras, ja. Das war anders. Da auch nochmal ein bisschen quer rüber. Jawohl. Leute, das war eine mega geile Folge. Ich bin Erster geworden. Wir haben richtig nice Punkte bekommen. Ach, 17. nicht letzter. Das stimmt, das ist mega geil. Ja. Und Auto hat überlebt. Das ist richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen wieder bei einer neuen Folge. Dann Pokal hochheben und mega nice. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ja, ciao.